Hallo, heute gibt es von mir das Video zu meiner Gastfamilie. Ich habe sie ja ziemlich spät bekommen, also sehr, sehr, sehr spät. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich die letzten Wochen echt ein bisschen daran gezweifelt habe, dass ich überhaupt noch irgendwann mal in Amerika landen werde, weil es halt wirklich lange gedauert hat. Aber jetzt bin ich umso glücklicher. Und ganz viele von euch wollten auch so ein Video sehen, indem ich einfach über meine Gastfamilie rede. Und ich werde aber nicht nur über meine Gastfamilie reden, sondern auch über meine Schule, meinen Flug und generell, wie so die nächsten Tage ablaufen werden. Übrigens, falls ich ein bisschen fertig aussehe, ich packe die ganze Zeit, sieht man hier meinen Koffer. Ich glaube nicht, aber hier ist mein Koffer und das ist ein bisschen anstrengend und ich räume auch die ganze Zeit weg. Deswegen sehe ich vielleicht etwas fertig aus, aber ich würde sagen, fangen wir gleich mal an mit dem Video und viel Spaß. Also, fangen wir an mit meinem Flug. Ich werde ja am Mittwoch fliegen, das heißt in 2 Tagen. Ihr seht das Video jetzt wahrscheinlich morgen, also einen Tag vor meinem Abflug sozusagen. Und zwar werde ich um 7 Uhr nach Frankfurt fliegen erstmal. Und von Frankfurt werde ich dann weiter nach Chicago fliegen. Und von Chicago werde ich dann weiter in meine Gastfamilienheimatstadt fliegen. Und in Chicago habe ich aber erstmal 8 Stunden Wartezeit, bis ich einchecken kann. Ich glaube, mir ist sowieso ein bisschen langweilig im Flieger und dann nochmal 8 Stunden. Und dann halt nochmal fliegen. Ist ein bisschen anstrengend. Und wenn ich dann gelandet bin, dann holt mich jemand von AFS ab. Also falls ihr das noch nicht wusstet, ich fliege oder ich mache ja mein ganzes Auslandsjahr mit AFS. Das ist einfach eine Organisation. Da holt mich dann eine Frau von AFS ab, also jemand, der dort arbeitet. Aber das ist auch sozusagen meine Welcome Family. Dort werde ich dann eine Nacht bleiben, also mich einfach mal ausschlafen. Am nächsten Tag werden wir dann zur Schule fahren und das mit meinen ganzen Fächern klären. Ich glaube, so habe ich es verstanden und dort auch irgendwie einen Test machen oder so. Ich hoffe, ich schneide da einigermaßen gut ab, weil ihr müsst denken, ich bin davor 20 Stunden unterwegs gewesen und das ist ein bisschen anstrengend und deswegen drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass ich keine Verspätung habe, weil sonst bin ich komplett durch. Aber dann mache ich gleich einen Test an der Schule und kann auf jeden Fall die Schule erstmal sehen, da freue ich mich sehr. Und wenn wir dann bei der Schule sind, dann gehen wir essen, hat sie mir geschrieben. Also richtig, richtig nett, sie wirkt irgendwie voll nett. Und zwar heißt sie, glaube ich, Christina oder Christine. Und dann fahren wir weiter zu meiner richtigen Gastfamilie oder richtigen Gastfamilie, aber zu meiner eigentlichen Gastfamilie. Und ja, ich freue mich so, 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 so sehr, sie kennenzulernen. Okay, jetzt zu meiner Gastfamilie. Und zwar habe ich eine Hostmom, also eine Gastmutter, und sie ist alleinstehend, hat 2 asiatische, also chinesische Kinder adoptiert und ich freue mich so sehr darauf, weil das einfach total interessant ist und nicht so diese typische amerikanische Bilderbuchfamilie, sondern halt einfach mal was anderes und deswegen bin ich da wirklich super gespannt und freue mich einfach voll, sie kennenzulernen. Und zwar ist meine Gastmutter Allison und meine Geschwister, es sind nämlich Schwestern, das heißt, wir sind einfach nur Mädels in diesem Haushalt und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und zwar heißt meine jüngere Schwester Celia und sie ist 9 Jahre alt und meine andere Gastschwester ist aber meine 16 und ich freue mich so extrem darauf, weil ich bin ja auch 16, das heißt, es ist eigentlich so ziemlich perfekt. Und meine Gastmutter meinte auch, dass sich Leah schon total freut, also so heißt meine 16-jährige Gastschwester und das Allerbeste ist, sie geht auf die gleiche Schule wie ich, weil ich habe schon so ein bisschen bei Google Earth und so geschaut, wie ich die Adresse bekommen habe, wo ich wohnen werde. Ich werde euch jetzt keine Bilder zeigen oder so, weil ich halt nicht weiß, ob die das möchten und dann will ich sie einfach nicht so im Internet veröffentlichen. Aber eins kann ich euch sagen, diese Gegend ist so wunderschön und ich liebe es einfach. Es sieht einfach genauso aus wie so in einem amerikanischen Film, wo die Kinder irgendwie so mit dem Fahrrad draußen, nicht am Hof, aber halt so vor dem Haus spielen und ach, ich freue mich so sehr. Und mein Haus ist einfach auch voll schön, also mein Haus, aber in dem Haus, wo ich leben werde, ist einfach voll schön. Ich habe auch schon den ersten Kontakt mit meiner Gastfamilie gehabt, also wir haben noch nicht geskypt oder so. Ich fand das aber ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch, weil ich habe sie erst vor 4 Tagen bekommen und ich meine, dann hätte ich sie eh in 7 Tagen gesehen und irgendwie ist das, finde ich, ein bisschen unnötig, da zu skypen. Aber wir haben schon ganz, ganz viele E-Mails geschrieben und sie wirkt auf jeden Fall total sympathisch. Also meine Gastmutter und auch die Kinder wirken voll sympathisch. Und bei meiner Schule ist es so, dass ich einfach nur 15 Minuten Gehminuten habe. Also ich kann innerhalb 15 Minuten einfach bei meiner Schule sein und wenn sie mich mal mit dem Auto mitnimmt, weil sie meinte irgendwie, dass sie öfters auch die Lia einfach mit dem Auto mitnimmt, weil das eh bei ihr auf dem Weg ist in die Arbeit, da braucht man dann ja auch nur so 2, 5 Minuten oder so. Also richtig, richtig perfekt. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, wo ich genau wohnen werde. Und zwar werde ich in Cleveland wohnen. Beziehungsweise nicht direkt in Cleveland, weil das ist sehr industriell, würde ich sagen. Und sehr, sehr viel
Arbeitsplätze, aber halt nicht so viel zum Wohnen. Und deswegen werde ich in einem Vorort von Cleveland wohnen und der nennt sich Shaker Heights. Und Shaker Heights ist wirklich eine wunderschöne, also Stadt, aber halt eine wunderschöne Ortschaft sozusagen. Es gibt ganz, ganz viele grüne Orte und generell ist es sehr grün in dieser Gegend, auch wenn sehr viel verbaut ist. Es sind überall sehr viele Bäume, worauf ich mich sehr freue. Und ich wohne auch ziemlich in der Nähe von einem Golfplatz. Ich meine, ich spiele nicht Golf, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Und ja, das Haus ist wie gesagt wunderschön. Und auch meine High School, also wie gesagt, ich gehe auf die Shaker Heights High School. Ich kann euch hier ein Bild einblenden. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. In die Schule gehen, glaube ich, ein bisschen unter 2000 Schüler. Also ich glaube so 1800 oder so. Und ich finde das wirklich die perfekte Anzahl. Manche Schulen in Amerika sind ja so groß, dass es irgendwie so 4000, 5000 Schüler gibt. Und das ist wirklich zu viel, finde ich. Weil ich mag es nicht, wenn so viele Menschen auf einem Platz sind. Ich meine, 2000 sind schon sehr viel, aber 5000. Das heißt, die Chance, dass ich mich jeden Tag verlaufe, ist ziemlich groß. Weil das bedeutet ja auch, dass das Gebäude ist, wo mega groß ist. Also nein, das wäre auf jeden Fall nichts für mich, aber 2000 Schüler finde ich eigentlich voll perfekt. Und wie gesagt, meine Schule, habe ich euch hier ja eingeblendet, finde ich irgendwie auch voll schön. Und es gibt auch Tennisplätze dort. Also ich spiele zwar kein Tennis, aber ich würde es voll gerne lernen. Also keine Ahnung, ob ich das dort lernen kann oder ob ich dort irgendwie in einem Team sein muss oder so. Kenne ich mich noch nicht aus. Aber ich würde es auf jeden Fall voll gerne lernen. Ich weiß nicht, ob ich dort das lernen kann, weil normalerweise sind ja die Amerikaner sehr extrem bei ihren Schulsport- und College-Sportarten und lassen da nur so die Besten rein oder so. Und da ich es halt noch nie gespielt habe, bin ich logischerweise nicht die Beste. Und nochmal zurück zu meiner Gastfamilie. Sie ist auch vegetarisch, also wirklich die ganze Familie. Und das ist halt wirklich total perfekt, weil ich glaube irgendwie, so ist es für uns, also für mich einfacher, für sie einfacher, für uns alle einfacher. Ich ernähre mich ja momentan vegan und ich habe es ja auch hingeschrieben in meinem Gastfamilienbrief, dass ich auch vegetarisch essen kann, wenn sie für mich irgendwas kochen. Aber ich persönlich würde mir halt einfach vegan kochen. Und ich glaube, es ist einfach wirklich viel, viel einfacher, weil von vegetarisch auf vegan ist halt nicht so der große Unterschied. Also schon, aber jetzt nicht so extrem, wie wenn einer Familie viermal am Tag Fleisch isst. Es ist jetzt sehr überspitzt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und wir haben auch zwei Haustiere. Also ich werde zwei Haustiere haben. Eine Katze, worauf ich mich sehr freue, weil ihr wisst, ich habe eine Katze hier zu Hause, also die Mimi. Und ich vermisse sie jetzt schon, auch wenn es dumm klingt. Und deswegen bin ich einfach voll froh, dass ich dort halt eine Katze habe und auch einen kleinen Hund. Und ich meine, ich habe noch nie einen Hund gehabt oder so, aber ich stelle es mir auch sehr cool vor und ich freue mich total. Ich glaube, das war es jetzt auch schon zu meiner Gastfamilie, weil viel mehr weiß ich auch nicht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und auch bei meinem Flug wahrscheinlich ein bisschen mitnehmen, falls ich es nicht vergesse und viel zu nervös bin und ich weiß nicht was. Es werden jetzt auch übrigens ganz viele solche Videos kommen, also wo ich mich einfach hinsetze und dann ein bisschen über Amerika rede, also dann, wenn ich in Amerika bin. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und ja, ich glaube, das war es, wie gesagt, mit allem, was ich sagen wollte. Habt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Genießt noch das schöne Wetter, wenn ihr auch schönes Wetter habt, genauso wie ich. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!